meine Lieben. Wo ich schon mal dabei bin, mit meiner neuen Kamera zu filmen, dachte ich mir, es ist mal wieder Zeit für ein spirituelles Tischgespräch. Und ich mische wie immer erstmal die Karten vor und bin gespannt, was heute drankommt. Ich glaube, das letzte war ja ziemlich kurz, wenn ich mich recht erinnere. Und auch gar nicht so richtig spirituell, aber keine Ahnung. Es ist schon zu lange her und es ist zu viel in meinem Kopf passiert seitdem. Okay. So, hier hat sich eine Karte so von selbst aufgedeckt. Dann nehme ich doch mal gleich die. So. Oh ja. Was ist dir heilig in deinem Leben? Was ist mir heilig in meinem Leben? Wie definiere ich denn überhaupt heilig? Und kann meine Kamera mich wieder scharf stellen? Ich glaube ja. Was ist dir heilig in meinem Leben? Wow, das überfordert mich gerade, die Frage. Heilig, heilig. Heilig in meinem Leben ist, bin ich mir, mein Leben, meine Freiheit, meine Werte vielleicht. Heilig insofern, dass ich mich nicht mehr von jemand anderem unterdrücken lassen würde. Oder mich ja auch nicht mehr zu sehr für jemand anders anpassen würde, beziehungsweise meine Werte für jemand anders ändern würde oder sowas. Nicht mehr heißt, das habe ich auf jeden Fall schon getan in meinem Leben und nicht nur einmal. Und ich habe daraus gelernt, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr und lebe seitdem wirklich viel freier, viel glücklicher und habe mich wirklich mal selbst gefunden oder bin dabei. Ja, und es ist mir schon wichtig, dass ich eben das, was mich meiner Meinung nach ausmacht oder das, was ich für mich mittlerweile herausgefunden habe, dass ich das jetzt nicht mehr einfach für jemand anders über Bord werfe, nur damit mich ein anderer Mensch mag, mit mir zusammen ist oder ähnliches. Ich stelle mich auch nicht mehr unter andere Menschen, ich stelle mich auch nicht über andere Menschen, sondern ich finde, das sollte einfach in einer schönen Symbiose funktionieren oder nebeneinander her. Ohne dass man den anderen versucht zu verändern oder sich für den anderen verändert. Ich meine, klar braucht es irgendwo auch Kompromisse in einem Zusammenleben, das ist auch völlig okay, aber diese Kompromisse sollten eben auch Grenzen haben, dass man immer noch man selbst bleibt und man auch auf seine eigenen Bedürfnisse weiterhin achtet. Ja, heilig ist mir auch wirklich, dass ich quasi mich an so meine, dass ich mir in den Spiegel gucken kann und mich so an meine eigenen Werte halte oder es versuche. Dass ich meinen Weg weitergehe. Und ja, meine Tiere sind mir sehr heilig, aber auch die Tiere anderer Menschen. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn Tieren etwas angetan wird, aber genauso auch Menschen, aber vor allem auch Kinder. Kindern, eigentlich allen Wesen, die sich ja kaum wehren können. Also ich finde, natürlich sollte keinem Menschen Leid angetan werden. Ich finde aber nochmal einen Unterschied, ob das jetzt ein, zum Beispiel ein starker, erwachsener Mann ist, der irgendwie geschubst wird, oder ja, oder ob das eine Katze ist, der irgendwie, die irgendwo weggetreten wird. Also es gibt so diesen Grad der Wehrlosigkeit. Und damit macht es einfach, ja natürlich, wenn jetzt 10 Leute auf so einen starken Mann zugehen, dann ist es genau das Gleiche. Also ich denke, ihr wisst, was ich da meine. Und es ist halt schon heftig, wie einfach Menschen, Kindern oder auch Tieren eben Gewalt antun und was Schlimmes antun. Das ist wirklich sehr schlimm und ich möchte da aktiv halt mithelfen, dass es nicht so ist. Und wenn ich sowas sehe, auch irgendwo, dann gehe ich da auch hin und sag auch was dazu. Und versuche da halt irgendwie zu intervenieren. Ja, es ist mir auch irgendwie heilig, Nächstenliebe eigentlich zu verbreiten, Mitgefühl zu kultivieren, den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen und zu versuchen, nicht irgendwie auf einen egoistischen Weg abzudriften. Ein bisschen Egoismus ist sehr gesund, also man sollte schon an erster Stelle erstmal stehen, einfach gesundheitlich seine Grundbedürfnisse zu decken, weil wenn es einem selber schlecht geht, dann kann man niemandem anders helfen, dann braucht man Hilfe.
Und wenn es einem aber gut geht, dann kann man eben auch anderen helfen und anderen zeigen, wie es vielleicht geht, dass es einem gut geht. Ja, und so ist es für mich einfach heilig, heißt bei mir wahrscheinlich jetzt einfach wichtig. So ist es für mich wichtig, wirklich meinen Weg zu gehen und meine Werte weiter zu verfolgen und ja, möglichst achtsam zu sein, zu bleiben, zu werden, möglichst bewusst und in Einklang mit der Natur, mit den Menschen, in Einklang eigentlich mit allem zu sein, zu existieren. Und das vielleicht nicht immer perfekt, aber vielleicht immer ein Stückchen besser. Wie definiert ihr das denn, was es euch heilig im Leben ist und was ist euch heilig im Leben oder sehr wichtig? Das würde mich mal interessieren und schreibt es doch einfach in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.